Er ist Kaiser der Franzosen und will auch über Deutschland herrschen. Als General der Revolution weckt er die Hoffnung auf Freiheit. Als Kriegsherr bringt er die Deutschen gegen sich auf. So wird er gegen seinen Willen zum Erwecker der Nation. Er war ein Jahrhundertherrscher. Manche nannten ihn gar einen Halbgott, andere ein Ungeheuer. Er galt als unbesiegbar und er wusste das. Diese Preußen wollen wirklich gegen mich kämpfen. Allein die Vorstellung ist grotesk. Im Jahr 1806 treffen bei Jena und Auerstedt in Thüringen preußische Truppen auf die legendäre Grande Armée. Preußen will sich gegen Napoleon behaupten und Frankreich in die Schranken weisen. Doch Bonaparte duldet keinen Widerstand. Schon gar nicht, wenn sich eine Frau einmischt. Königin Luise von Preußen. In ihrem Land ist sie beliebt. Napoleon sieht sich mehr durch sie provoziert als durch ihren Gemahl, den preußischen König. Ins Bulletin seiner Grande Armee lässt er eintragen: Sie kleidet sich wie ein Dragoner. Von allen Seiten facht sie den Krieg an. Sie hat ein hübsches Gesicht, ist aber unfähig, die Folgen ihrer Handlungen vorauszusehen. Tatsächlich erlebt die ehemals so siegreiche Armee der Hohenzollern bei Jena und Auerstedt ein Inferno. Einmal mehr triumphiert das bewegliche französische Heer über starr geführte Truppen. Für ihn ein selbstverständlicher Sieg. Deutschland ist nun endgültig unter seiner Kontrolle. So, meine Herren, mein nächstes Ziel heißt jetzt Berlin. Der Weg in die preußische Hauptstadt führt zur Straße unter den Linden, durch das Brandenburger Tor, das damals 15 Jahre alt ist. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist es die westliche Pforte der Metropole, in der schon 180.000 Menschen leben. Über die Epochen hinweg wird dieses Tor zum Symbol. Für die Höhen und Tiefen deutscher Geschichte. Für ihre Abgründe und Sehnsüchte. Im Jahr 1806 zieht hier der Sieger über Preußen ein. Napoleon. Und weckt zunächst Hoffnungen. Vive l'Empereur, es lebe der Kaiser, tönt es aus der Menge. Napoleon ist der Medienstar seiner Zeit. Er hat sich ja auch wunderbar selbst inszeniert. Viele haben gejubelt am Anfang, solange sie ihn als Freiheitsbringer wahrnehmen konnten, solange sie ihn auch als Kriegshelden bestaunen konnten und die Belastung noch nicht so groß war, gab es ja durchaus diesen Jubel. Die Quadriga wird als Beutestück nach Paris verfrachtet. Eine erste Demütigung. Weitere werden folgen. Preußen, das in den Jahren zuvor oft Nutznießer französischer Politik war, soll für seinen Widerstand einen hohen Preis bezahlen. Im ostpreußischen Tilsit diktiert der französische Kaiser 1807 seine Friedensbedingungen. Hier trifft er auf jene Frau, die er zuvor verhöhnte. Für Königin Luise ist Bonaparte ein Scheusal. Nur um den Sieger zu beschwichtigen, ist sie erschienen, zum 9. Mal schwanger. Wir führten einen unglücklichen Krieg. Soll ich etwa annehmen, dass Sie Ihren Sieg nun missbrauchen wollen? Sie haben mich zum Äußersten gezwungen. Habe ich Ihnen nicht oft genug Frieden angeboten? Frieden? Aber unter welchen Bedingungen? Sie können es mir nicht verdenken, wenn ich so entscheide, wie ich es als französischer Kaiser für angemessen achte.
Ich muss an das Schicksal meiner lieben Kinder denken. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, unglücklichen Geschöpfen das Leben geschenkt zu haben. Dann die Überraschung. Friedrich Wilhelm. Der Dritte, König von Preußen. Napoleon wird später schreiben, er habe nur mit Mühe den Bitten Luises widerstanden. Zum Glück sei ihr Gemahl im Zimmer erschienen. Preußen, das selbst immer wieder Willkür übte, wird nun nicht geschont. Der Staat soll immense Summen Entschädigung an Frankreich zahlen. Das Territorium wird praktisch halbiert. Nur wenig ist geblieben von alter Hohenzollernmacht, die Friedrich der Große einst begründete. Jetzt steht dieser Mann im Zenit seiner Herrschaft. Napoleon Bonaparte, der sich selbst zum Kaiser der Franzosen krönte. Sein Vorbild ist Karl der Große. Er will an das Erbe des legendären Frankenkaisers anknüpfen, dessen Thron in Aachen steht. Napoleon versucht, sich in die Tradition Karl des Großen zu stellen. Er braucht schlicht und ergreifend eine Legitimation für seine Herrschaft. Er ist ja ein Emporkömmling, er entstammt nicht den führenden Familien Mitteleuropas und er versucht jetzt gewissermaßen, sich eine dynastische Grundlage zu geben. Und tut dies mit aller Pracht. Diesen Monarchen zwang Napoleon 1806 zur Abdankung. Franz II., bisher Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, künftig Kaiser allein von Österreich. Das alte römisch-deutsche Reich hielt dem Eroberer nicht stand. Es bestand neben den größeren Mächten aus hunderten kleiner Territorien. Die Mitte Europas glich einem Puzzle. Napoleon räumte damit auf und fand dafür deutsche Verbündete. Das ist sein Anspruch, dieses Europa zu verändern, und zwar in Richtung mehr Einheit, weniger Staaten, einen an der Spitze, handlungsfähig nach innen und nach außen. Mit Beteiligung deutscher Herrscher machte Napoleon Schluss mit der Zersplitterung. Zuvor unabhängige Reichsstädte wie Rothenburg ob der Tauber fielen an mächtigere Landesherren wie den Bayerischen. Geistliche Territorien wurden weltlich, das Fürstbistum Würzburg Großherzogtum. Im Gegenzug verzichteten deutsche Fürsten auf ihre Gebiete links des Rheines, die nun zu Frankreich gehörten. Rechts des Rheines entstand ein von Napoleon abhängiger Bund von zunächst 16 Staaten. Ihm gehörte auch Württemberg an. Von Napoleons Gnaden entstand hier eines von mehreren neuen Königreichen in Deutschland. Natürlich mit eigener Krone. Der Franzosenkaiser erwartet dafür Geld und Truppen. So teilt sich das Gebiet des Alten Reiches in 4 Machtbereiche. Die Gebiete links des Rheins gehören nun zu Frankreich. Österreich verliert Territorien und wird Kaiserreich. Preußen wird nach seiner Niederlage um die Hälfte verkleinert. Der aus kleineren Ländern erwachsene Rheinbund umfasst Mittelstaaten wie Bayern, Württemberg und Sachsen. Deutschland hier im Jahr 1808. Diese Vergrößerung von Staaten und Beseitigung vieler kleiner Gebilde hat letztlich dazu beigetragen, diesen deutschen Prozess der Nationsbildung voranzutreiben. Das war aber damals nicht beabsichtigt und zunächst hat es auch nicht eine nationale Bewegung hervorgerufen, sondern die Staatsbildung ist verstärkt worden. Während einige Staaten auf deutschem Boden dank Napoleon wachsen, muss das verkleinerte Preußen hohen Tribut an ihn entrichten. Die Königsfamilie ist nach Ostpreußen geflohen, der Monarch denkt an Rücktritt. Königin Luise schreibt in jenen Tagen: Preußens Urteil, nämlich unser Todesurteil, ist gesprochen. Preußen existiert nicht mehr. Und das, was nicht tot ist, muss den Franzosen Fronarbeit leisten. Gesucht wird ein Retter. Die Königin glaubt zu wissen, wer sich dazu eignet. Ein berüchtigter Trotzkopf,
Ein Mann, der immerhin die preußische Staatskasse vor dem Zugriff Napoleons rettete. Es ist ein profilierter Denker und Politiker aus Nassau, der Freiherr vom Stein. Seine Denkschriften sind berüchtigt. Im Herbst 1807 macht er sich auf den Weg nach Ostpreußen. Stein war schon einmal Minister in Preußens Diensten, doch er fiel in Ungnade, weil er seinem König widersprach und politische Reformen forderte. Den Grund für die Niederlage gegen Napoleon sieht er in der Erstarrung des Staates Preußen. Wer die Fremdherrschaft abschütteln wolle, müsse sich von innen heraus erneuern. Nur so könne Preußen, ja ganz Deutschland, sich von Napoleon befreien. In seiner Zuflucht in Memel erwartet ihn sein früherer und künftiger Dienstherr, der König. Sie wissen, unter welchen Umständen wir uns einst trennten. Majestät, wissen, in dieser Lage stelle ich keine Bedingungen. Ich weiß um Ihre Forderungen. Majestät, in Preußen müssen Männer regieren, die etwas von ihrem Fach verstehen. Stein will den Monarchen und den Adel in die Schranken weisen. Ich erwarte Ihre Vorschläge. Stein will die Bürger für den Staat gewinnen, am politischen Leben beteiligen, wie es in Frankreich gelungen ist. Was er fordert, ist allerdings nicht die Revolution von unten, sondern die Reform von oben. Er hat es zwar später immer wieder abgestritten, aber es ist völlig evident, dass er von dem Vorbild der Franzosen in Bezug auf den Staatsbürger in hohem Maß geprägt worden ist. Stein sieht sich herausgefordert durch Napoleon. Der hat die Errungenschaften der französischen Revolution in einem Gesetzeswerk zusammengefasst. Dem Code Napoleon. Die Kräfte der Revolution hat er gebändigt. Bürgerrechte, Gleichheit vor dem Gesetz, Befreiung der Bauern, Religionsfreiheit, Verfügung über das Eigentum. Das will Napoleon auch auf deutschem Boden zur Geltung bringen. Der Rhein wird zum Spiegel des Fortschritts. Links des Stromes wird der Code Napoleon eingeführt. Doch auch im Rheinbund sind die Gesetze gültig oder Vorbild, schaffen Hoffnung für die Bürger. Sie sollen merken, dass es Gleichheit vor dem Gesetz gibt. Sie sollen merken, dass es ihnen wirtschaftlich besser geht, dass es gerecht zugeht, dass es eben keine adeligen Vorherrschaften mehr gibt, keine Privilegien. Und so macht man zunächst mal die Gesetzeslage. Der Freiherr vom Stein will auch reformieren. Doch nicht mit, sondern gegen Napoleon. Und sein Einflussgebiet ist Preußen. Die Macht von Adeligen will auch er beschränken. Ihm und anderen Reformern geht es nicht um eine Demokratie oder Republik. Es geht um Schritte zu mehr Selbstverantwortung. Drei Viertel der preußischen Bevölkerung lebt um 1800 auf dem Lande, wie in ganz Deutschland. Fast die Hälfte der Familien ist arm und ohne Besitz. Ziel der Reformer ist, die Menschen aus der Bindung an den Gutsherren zu lösen. Auch für die Wirtschaft werden Weichen gestellt. Märkte sollen entstehen. Ziel ist, dass Händler ihr Gewerbe frei betreiben dürfen. Dass Handwerker sich überall niederlassen. Dass die Vorrechte der Zünfte verschwinden. Stein hat vom König nahezu unbegrenzte Vollmachten erhalten, als eine Art Superminister. Fast ein Viertel der Menschen lebt damals in Städten. Sie sollen sich künftig selbst verwalten. In der Nikolaikirche tritt die erste Berliner Stadtverordnetenversammlung zusammen. Die Bürger erhalten mehr Rechte. Bildung soll den Fortschritt beflügeln und aus den Preußen Patrioten machen. Fordern Reformer wie Wilhelm von Humboldt.
Auch aus der militärischen Niederlage von 1807 hat man gelernt. Aus einem Heer von Söldnern sollen Bürgersoldaten werden. Doch noch ist Preußen geschwächt und Deutschland teilt sich in Freunde und Gegner Napoleons. Wer soll ihm Paroli bieten? Er selbst sorgt dafür, dass der Widerstand gegen ihn wächst. Statt Freiheit, Despotie. Statt Frieden, Krieg. Statt Aufschwung, Ausbeutung. Das Bild vom Hoffnungsträger verfinstert sich auch im verbündeten Deutschland. Die breite Bevölkerung war auch damals eher napoleonisch, eher französisch gesinnt als für die alte Ordnung. Erst dann, wie gewissermaßen deutlich wurde, dass diese Kriege, die ununterbrochen geführt wurden, mit Blut und Geld bezahlt werden mussten, und zwar in großem Umfang, da schlug das langsam um. Den Stimmungswandel registriert auch der Freiherr vom Stein. Er stammt aus Nassau, was zum Rheinbund gehört, hat dort seine Güter. Seine Wut gilt Napoleon und den deutschen Fürsten, die mit ihm paktieren. Was er will, ist eine Erhebung aller Deutschen gegen den Unterdrücker, und er sucht dafür Verbündete. In einem konspirativen Brief schreibt er: Die Erbitterung nimmt in Deutschland täglich zu und es gilt, sie zu nähren. Doch das Schreiben wird abgefangen und Stein von Bonaparte geächtet. Er muss um sein Leben bangen und flieht. Sein Ziel ist Böhmen, denn dessen Königskrone trägt das Haus Habsburg, das bald gegen Napoleon mobil machen will. Die Reise führt nach Prag, in die goldene Stadt. Hier wird dem preußischen Ex-Minister Asyl gewährt. Aus der historischen Metropole verfolgt er das Geschehen in Europa. Wettert von dort aus gegen das Ungeheuer, wie er sagt. In Bezug auf Napoleon hat er alle Schranken fallen lassen und hat ihn wirklich mit üblen Begriffen und wüsten Begriffen tituliert. Ich kenne keine andere Person, die in ähnlicher Weise von ihm in die Pfanne gehauen worden ist. Stein setzt auf Österreich, als es 1809 Napoleon den Krieg erklärt und im Namen aller Deutschen aufruft, gegen Frankreich zu kämpfen. Doch wieder siegt er. Auch mit Hilfe deutscher Bündnispartner. Wien wird besetzt. Das Haus Habsburg schließt mit dem Sieger den Frieden von Schönbrunn. Bonaparte heiratet die Tochter des österreichischen Kaisers, Marie-Louise, die ihm den lang ersehnten Sohn und Thronfolger schenkt. Er sieht seine Dynastie gestärkt und drängt Österreich in sein Bündnissystem. Auch Preußen setzt er unter Druck, Heeresfolge zu leisten. Teile Norddeutschlands bis hin zur Nordsee werden Frankreich einverleibt. Im Juni 1812 beginnt Napoleons größtes militärisches Abenteuer. Er marschiert in Russland ein, um seine Vormacht zu sichern. Nach seinem Willen soll nur ein Kaiser in Europa herrschen, er selbst. Es ist ein Heer von 450.000 Mann. Davon rund ein Drittel Deutsche. Er will Moskau erobern und den russischen Zaren so zur Kapitulation zwingen. Der Freiherr vom Stein hat lange tatenlos zusehen müssen, ganz entgegen seinem Wesen. Dann trifft ein Brief aus Russland ein. Von Zar Alexander, der will ihn als Berater im Kampf gegen Napoleon. Er hätte keinen besseren finden können. Diesen Moment herbeigesehnt. Er hat sich in den Monaten davor immer wieder bemüht, in irgendeiner Form wieder politisch aktiv werden zu können. Und dieser Ruf aus St. Petersburg ist für ihn die Erlösung gewesen. Im September 1812 brennt Moskau. Unbesiegt, aber ohne Unterkunft und Proviant muss sich die Grande Armee Napoleons zurückziehen. Kälte, Hunger, mörderische Rückzugsgefechte dezimieren die Truppen, auch die Deutschen. Nur jeder Fünfte wird heimkehren. In Sankt Petersburg beschwört der Freiherr vom Stein den Zaren.
Er sieht seine große Stunde gekommen, will, dass die Jagd auf Bonaparte fortgesetzt wird. Kaiserliche Majestät, Sie sind berufen, jetzt ganz Europa von Napoleon zu befreien, auch Deutschland! Sie wollen, dass ich weitermache? Unsere Truppen sind völlig erschöpft. Einige meiner Generäle fordern, ich soll mit Frankreich endlich Frieden schließen. Beenden Sie Napoleons Tyrannei. Befreien Sie sich von den Männern, die immer nur voller Bewunderung von diesem Ungeheuer reden. Bedenken Sie, was Bonaparte Ihrem Land angetan hat. Stein, ich stehe voll auf Ihrer Seite. Doch wie stehen die Deutschen selbst zu Napoleon? Der Freiherr vom Stein soll den Widerstand in Deutschland organisieren. Dabei wird Schlesiens Metropole Breslau zu einem entscheidenden Schauplatz. Hier weilt im März 1813 der preußische König Friedrich Wilhelm III. Unschlüssig, ob er das erzwungene Bündnis mit Napoleon nun lösen soll. Einer seiner Generäle hat schon vor Wochen die Seiten gewechselt, befehlswidrig. Auch der Freiherr vom Stein ist nach Breslau gereist, will den König im Stadtschloss umstimmen. Der muss sich nun entscheiden. Ist Preußen stark genug, Napoleon die Stirn zu bieten? Vom Stein wird krank. Und dann kommt dieses Nervenfieber dazwischen, das ihn wirklich an den Rand des Todes führt. Er liegt in Breslau und keine Person aus der preußischen Delegation sucht ihn auf. Es war eine der negativen Erfahrungen, die er dort sammeln musste. Der unbequeme Staatsmann fühlt sich wieder ausgesperrt. Herein. Doch der Druck auf den König wächst. Da erhält der Patient druckfrisch einen Aufruf des preußischen Monarchen. An mein Volk. Es ist der letzte entscheidende Kampf, den wir bestehen. Den wir bestehen um der Ehre willen, weil ehrlos der Preuße und der Deutsche nicht zu leben vermag. Es ist eine Wende. Zum ersten Mal bittet ein preußischer König sein Volk um Unterstützung, das er zudem als Deutsche anspricht. Napoleon macht's möglich. Manche muss man zum Jagen tragen. Der preußische König hat da lange gezögert, bis das als letztes Mittel in dem Kampf gegen Napoleon ihm erschien, aber nicht mit großer Begeisterung. Der König willigt in den Krieg gegen Frankreich ein und in den Pakt mit dem Zaren. Stein hat offenbar gesiegt. Doch worum geht es Friedrich Wilhelm? Um Preußen? Um Deutschland? Oder nur um die Rettung seiner Monarchie? Sein Ruf aus Breslau jedenfalls sorgt vielerorts für patriotische Begeisterung. Der Monarch stiftet einen vaterländischen Verdienstorden, wegen Finanznot nur aus erschwinglichem Material, das Eiserne Kreuz. Der Krieg wird zum Volkskrieg erklärt, für Preußen und für Deutschland. Auch Freiwilligenverbände werden aufgestellt, wie die sogenannten Lützower Jäger. 5 von 100 sind Studenten. Fast jeder zweite ein Handwerker, jeder dritte Bauer oder Tagelöhner. Aus vielen deutschen Landen. Die Lützower tragen schwarze Uniformen mit roten Aufschlägen und goldenen Knöpfen. Ihre Farben werden später die des demokratischen Deutschlands sein. Unter den Rekruten ist auch ein junger Gefreiter namens Renz aus Potsdam. Die Lützower sind militärisch von geringer Bedeutung. Doch sie bieten Stoff für die Mythen einer entstehenden Nation. Napoleon nennt sie schwarze Banditen. Bei Lüneburg gerät die Gruppe des gefreiten Renz in einen Hinterhalt. Zuvor schrieb er an seinen Bruder: Ich bin seit 4 Wochen schon Soldat. Ich verkaufte also mein Zeug, um mir erst eine anständige Manneskleidung zu beschaffen. Nun ging ich unter die schwarzen Jäger. Meiner Klugheit kannst du zutrauen, dass ich unerkannt bleibe.
Der tödlich verwundete Soldat ist eine Frau. Ihr Name Eleonore Prochaska. Man wird sie zu einer deutschen Heldin erklären. Sie habe für Königin Luise gekämpft, sagte sie. Die Königin selbst starb nach einer langen Krankheit im Jahr 1810. Ihr Grabmal im Park von Schloss Charlottenburg. Es ist die Zeit, in der vor allem Dichter, Philosophen und Studenten von der erwachenden deutschen Nation sprechen. Und die braucht Idole wie sie. Kommt dann der Tag der Freiheit und der Rache, dann ruft dein Volk, dann deutsche Frau, erwache. Der Königin gewidmete Verse des Dichters Theodor Körner, der die Deutschen mit pathetischen Worten aufrütteln will. Auch er ist Lützower Jäger. Schriftsteller, die sich, wie er, als deutsche Patrioten sehen, wollen, dass die Nation auch politisch einig wird. Mit dem gemeinsamen Band der Sprache, der Abstammung und nicht zuletzt der deutschen Kultur, die überlegen sei. Es ist sinnvoll, den deutschen Nationalismus, wie er im frühen 19. Jahrhundert entsteht, zu vergleichen mit dem französischen. Frankreich bezieht sich stark auf politische und auf Willensentscheidungen. Man ist Franzose etwa, weil man die Ideen der französischen Revolution bejaht, nicht etwa, weil man Französisch spricht. Das Französischsprechen kommt hinterher. In Deutschland kann man sich, weil es ja einen deutschen Staat nicht gibt, nicht auf politische Fakten berufen, sondern nur auf das, was den Deutschen gemeinsam ist. Die Sprache, die Kultur, bestimmte Traditionen. Was ist des deutschen Vaterland? Ist's Preußenland? Ist's Schwabenland? Ist's, wo am Rhein die Rebe blüht? Ist's, wo am Belt die Möwe zieht? Oh nein, 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 sein Vaterland muss größer sein. Was ist des deutschen Vaterland? So nenne endlich mir das Land. Der Dichter Ernst Moritz Arndt gibt die Antwort selbst. Soweit die deutsche Zunge klingt, wo jeder Deutsche heißet Freund. Doch wehe, einer ist es nicht, wie die Franzosen. Die berühmten Lieder, die wir von Körner oder Arndt und ähnlichen Nationspoeten kennen, sind ja in einer Kriegssituation entstanden. Das heißt, die sollen vor allem erstmal mobilisieren. Alle Deutschen sollen jetzt gegen den Tyrannen Napoleon kämpfen, aber sie grenzen andererseits natürlich aus. Nämlich alle, die jetzt nicht deutsch sind, die gehören plötzlich überhaupt nicht mehr zu dieser sich bildenden Nation. Ernst Moritz Arndt wird publizistischer Mitstreiter des Freiherrn vom Stein. Während der Dichter meint, dass alle deutschsprachigen Gebiete in ein Reich gehören, denkt der vom Zar beauftragte Freiherr auch europäisch. Mein Wunsch ist, dass Deutschland groß und stark werde. Um seine Selbstständigkeit und Nationalität wiederzuerlangen. Und zu behaupten, in seiner Lage zwischen Frankreich und Russland. Dieses ist das Interesse der Nation und ganz Europas. Mir sind die Dynastien im Augenblick dieser großen Entwicklung gleichgültig. Der Freiherr vom Stein sagt Bonaparte und seinen deutschen Verbündeten den Kampf an. In der sächsischen Hauptstadt Dresden entscheidet sich, ob eine andere wichtige Macht der Koalition beitritt. Österreichs Außenminister Clemens von Metternich stellt dem französischen Kaiser Bedingungen. Er solle auf Macht und Territorien verzichten. Ich trete keine Handbreit Boten ab. Eure Herrscher sind auf ihrem Throne geboren. Meine Herrschaft überdauert den Tag nicht, an dem ich aufhöre, gefürchtet und stark zu sein. Das Kriegsglück kann Sie wieder im Stich lassen. Längst haben Sie Ihr ganzes Volk unter Waffen. Ich habe Ihre Soldaten gesehen. Es sind Kinder. Wie wollen Sie mit so einer Und Sie? Waren Sie jemals Soldat? Nein, aber ich. Ich bin im Felde aufgewachsen. Ich weiß, was das heißt, einen Feldzug zu führen. Da zählen eine Million Tote nicht. Außerdem habe ich in Russland weitaus mehr Deutsche und Polen geopfert als Franzosen. Sie können sich also nicht beklagen.
Sie vergessen, Sire, dass Sie zu einem Deutschen sprechen. Die Würfel sind gefallen. Nun bilden Preußen, Russland und Österreich eine Allianz gegen Napoleon. Der Freiherr vom Stein sieht der kommenden Schlacht wie einem Strafgericht entgegen, dem sich Bonaparte stellen muss. Es ist der 16. Oktober 1813. Auf einer Anhöhe südlich der Stadt Leipzig beobachtet der französische Feldherr, wie seine Truppen in Stellung gehen. Mehr als ein Dutzend Völker haben Soldaten geschickt. Sie stehen einander gegenüber, für und gegen Napoleon. Insgesamt etwa eine halbe Million Mann. Die Allianz ist in der Übermacht. Österreich, Preußen, Russland und Schweden bieten insgesamt fast 300.000 Soldaten auf. Ihnen stehen Franzosen, Polen und Truppen aus den Rheinbundstaaten gegenüber. Mehr als 200.000 Mann. Auf der anderen Seite fiebert ein erklärter Feind Napoleons dem Beginn der Schlacht entgegen. Der preußische General Gebhard Leberecht von Blücher. Mich juckt's in allen Fingern, endlich den Säbel zu ergreifen. Den Säbel zu ergreifen und das ganze Franzosenzeug jetzt und hier ein für alle Mal von deutschem Boden zu tilgen. Endgültig! Endgültig! Napoleon sieht in dem betagten Blücher eher einen alten Saufkopf. Es geht endlich los. Feuer! Drei Kanonenschüsse eröffnen die bis dahin größte Schlacht der Weltgeschichte. Die Völkerschlacht bei Leipzig. Das Kriegsglück wechselt mehrmals am Tag die Seiten. Doch die Zeit arbeitet gegen Napoleon. Die Reserven Bonapartes sind aufgezehrt. Die liegen da und auf Deutsch gesagt, die verrecken. Wir haben Schilderungen aus Leipzig. Da liegen Zehntausende von Soldaten in ihrem Blut und in ihrem Dreck. Und es ist überhaupt nichts da, um diese Soldaten zu versorgen. Für die Feldherren zählt zuallererst der Sieg. Sachsen. Am dritten Tag bekommt General Blücher unerwarteten Besuch. Es sind Soldaten, die bislang im Rheinbund an der Seite Napoleons kämpften. Sachsen. Blücher begrüßt sie als Freunde der heiligen Sache deutscher Unabhängigkeit. Wird seine Koalition halten? Bayern war schon vor der Schlacht aus dem Bündnis ausgeschert. Nun wird Napoleon Zeuge eines für ihn verheerenden Schauspiels. Was dann geschah, ist mit den Worten eines französischen Marschalls überliefert. Ich sah die Sachsen, als sie die vom Feinde verlassene Stellung erreicht hatten. Plötzlich wendeten sie sich um und feuerten in unsere Reihen kalten Blutes. In himmelschreiender Weise schossen sie die Ahnungslosen nieder, mit denen sie bis hierher in treuer Waffenbrüderschaft gefochten. Deutsche, die nicht mehr auf Deutsche schießen. Napoleon hat damit nicht gerechnet. Er hat es selbst provoziert. Er spürt, dass er gegen die Übermacht der Verbündeten nicht ankommen kann. Auf den Rheinbund kann er nicht mehr zählen. Und die Sieger spielen auf. Der preußische König, der russische Zar und der österreichische Kaiser. Napoleon kann nur noch lauschen. Im Hintergrund suchen die Rheinbundfürsten das Weite. Eine Karikatur. Es geht zum Ende.
Für Stein ist der Tag des Sieges ein persönlicher Feiertag. Doch er fürchtet, dass die Fürsten, die aus dem Bund mit Napoleon ausscherten, auf ihre Eigenständigkeit pochen und die vielfältige Teilung Deutschlands erhalten. Von Preußen und Österreich erwartet er, dass sie die deutsche Einigung voranbringen. Nach 8 Jahren kehrt die entführte Quadriga nach Berlin zurück. Die Heimkehr gleicht einem Triumphzug. Auch wenn dieses Bild trügt, denn der Wagen war von einem Tuch verhüllt. Auf Befehl des Königs werden das Eiserne Kreuz und ein Siegeskranz dem Wahrzeichen hinzugefügt. Ist das alles, was das Volk erhält? Symbolik? Die Entscheidungen fallen in einer anderen Hauptstadt. Wien im September 1814. Außenminister Metternich hat Könige und Fürsten in die Metropole Österreichs eingeladen. Napoleon hat abgedankt. Der Kongress tanzt und kommt nicht in Gang, heißt es. Doch längst haben die Sieger mit der Neuordnung Europas begonnen. Nach 20 Jahren blutigen Kampfes, so der Freiherr vom Stein, sei der Wunsch aller Deutschen, frei in einem sicheren Vaterland zu leben. Doch die Monarchen besinnen sich auf ihre Macht und denken nicht daran, sie wieder abzugeben. Sie wollen ihre Dynastien erhalten und die durch Napoleon geweckten nationalen Leidenschaften wieder eindämmen. Der Freiherr ist nur als Beobachter vor Ort, ohne Mandat. Alle Versprechen an die Völker im Kampf gegen Napoleon scheinen nun vergessen. Entschuldigen Sie mich bitte. Auch der Zar gibt nun wieder ganz den Monarchen. Stein, was schauen Sie denn so ernst? Feiern Sie doch mit. Wir haben Napoleon bezwungen. Aber nicht die Fürsten, die an seiner Brust lagen. Und jetzt wieder auftrumpfen. Stein, wir haben Deutschland befreit. Was wir jetzt vor allem brauchen, sind Ruhe und Ordnung. Kommen Sie, tanzen Sie mit uns. Doch Stein tanzt nicht mit. Der König von Württemberg frisst für alle, der von Bayern säuft für alle und Zar Alexander liebt für alle. Dieser Spruch der Zeitgenossen hätte von ihm stammen können. Die deutschen Fürsten, die rechtzeitig gegen Napoleon umschwenkten, erhalten Bestandsgarantie. Stein verkennt, dass die Einigung der Nation bislang nur von einer Minderheit gewünscht wird. Dass die föderale Tradition der deutschen Fürsten sich nicht einfach auslöschen lässt und in der Napoleonzeit beachtliche Staaten auf deutschem Boden heranwuchsen. Das diplomatische Parkett ist nicht seine Welt. Zorn auf den preußischen König, Zorn auf den Zaren auch, aber auch Resignation. Und zum einen hat er sein eigentliches Lebensziel, Europa von der Übergestalt Napoleons zu befreien, erreicht. Auf der anderen Seite ist es ihm nicht gelungen, diesem neuen deutschen Körper, der ja entstehen muss, die Gestalt und die Physiognomie zu geben, die in seinen Augen notwendig gewesen wäre. Das Ergebnis ist der sogenannte Deutsche Bund. Ein lockerer Zusammenschluss von 35 deutschen Fürsten und 4 freien Städten mit den Vormächten Österreich und Preußen. Die Wiener Schlussakte nach 20 Jahren Krieg. Von der Bedeutung nur vergleichbar mit dem Westfälischen Frieden von 1648. Einmal mehr zeigt sich, dass die deutsche Frage nicht ohne ihre föderale Tradition und den Blick auf das europäische Gleichgewicht zu lösen ist. Doch künftig werden immer mehr Völker Freiheit und Einheit fordern und den Übergang in eine neue Epoche erzwingen. Einige 100 Kilometer flussaufwärts von Wien, bei Regensburg an der Donau, entsteht Jahre später eine nationale Ruhmeshalle der Deutschen. Auch in Erinnerung an den Sieg über Napoleon. Am Ende der napoleonischen Herrschaft stand
anders als der Fall vom Stein es wohl gewollt hatte, nicht eine nationale Union, sondern die Wiederherstellung der alten Herrschaftsordnung. Freilich muss man sagen, doch nur in begrenztem Maße. Denn zu tief waren die Einschnitte, die in der napoleonischen Ära in staatlich-territorialer wie auch in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht erfolgt waren. Insofern gab es die Hoffnung und Erwartung, dass aus dem Herzen der Nation sozusagen ein neuer Aufbruch möglich sein wird. Und für diesen Aufbruch warb auch hier die Walhalla als Ruhmeshalle der großen Deutschen. Und sie war zugleich gebaut als eine Verherrlichung sozusagen des Siegs der nationalen Bewegung über Napoleon und seine Herrschaft. Noch steckt die nationale Bewegung in den Anfängen, doch Napoleon gab ihr den Anstoß. Ihm bleibt die Walhalla verschlossen, doch wie kaum ein anderer zuvor hat er Deutschland vorangebracht. Napoleon hat die bestehenden politischen Ordnungen zerschlagen. Er hat den Aufbruch Deutschlands in die Moderne beschleunigt und er ist gewissermaßen gegen seinen eigenen Willen zum Geburtshelfer der deutschen Nation geworden. Er muss nach der verlorenen Schlacht von Waterloo als Geächteter den Rest seines Lebens in Verbannung verbringen. Auf der Insel St. Helena. Und vielleicht irrt er nicht einmal, als er glaubt, dass es in Zukunft viele Deutsche geben wird, die seiner Ära nachtrauern. Und er notiert als schon todkranker Mann: Hätte der Himmel gewollt, dass ich als deutscher Fürst geboren wäre. Und hätten sie mich einmal zu ihrem Kaiser gewählt und ausgerufen, so scheint mir noch heute, dass sie nie von mir abgefallen wären und ich jetzt nicht hier sitzen müsste.